Während der Krise sind bei uns fünf sehr wichtige Mieter ausgezogen, alle ziemlich zeitgleich. Und die Mieten sind einfach weggebrochen, ohne dass wir damit kalkuliert haben und ohne dass wir darauf vorbereitet waren, wie wir die Situation gelöst haben und was wir daraus gemacht haben. Das erkläre ich dir in diesem Video. Und ja, das waren fünf verschiedene Menschentypen. Ja, hauptsächlich waren es möblierte Wohnungen. Und bei den möblierten Wohnungen, da sind natürlich die Mieteinnahmen deutlich, deutlich höher als bei den anderen. Und das sind somit auch viel wichtiger für uns. Ja, also die möblierten Wohnungen sind für den Cashflow sehr wichtig. Ganz wichtig, genau. Und die liefen mal eine Zeit lang richtig gut. Jetzt laufen die gerade richtig schlecht. Also wir mussten ein bisschen nachlassen, Rabatt geben bei der Neuvermietung, weil es halt einfach die Nachfrage nicht mehr so hoch war. Das sind halt dann Leute, die übelst suchen, 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 finden nichts, die nehmen halt sowas, aber das läuft jetzt nicht mehr und wir haben halt einige davon gehabt, genau. Gehe ich mal eine nach der anderen durch. Also die ersten zwei, wo ich jetzt ansprechen wollte, waren beides möblierte Wohnungen, ja. Die haben wir so für 1000 Euro etwa, ja, ungefähr 1000 Euro warm waren die vermietet und die sind auf einmal weg gewesen. Die haben eine ziemlich kurze Kündigungsfrist, war zwar ein langlaufender Mietvertrag, aber die Bedingung ist immer, die Kündigungsfrist zu reduzieren. Gehen wir drauf ein, meistens, sage ich immer, bei den Möblierten. Und die sind halt dann einfach, du kündigst, kommt eine E-Mail, ist zum Beispiel heute, was haben wir heute für ein Datum? Heute haben wir den 27. September, kommt wahrscheinlich eine E-Mail rein, kurz heute Morgen oder ein Brief. Sonntags natürlich nicht. Gestern oder morgen kommt das dann rein. Da steht drin: Hallo, Herr Fröhlich, wir kündigen das Mietverhältnis zum Ende des 31.10. Super. So ist ein paar Mal, zweimal passiert. Dann. Der dritte Fall war Auszug durch den Wasserschaden, dumm gelaufen, ja, da habe ich auch ein Video dazu gemacht, das verlinke ich dir mal hier oben. Dumm gelaufen, wirklich dumm gelaufen, hat nichts mit der Krise zu tun, trotzdem gleichzeitig passiert und ja, da haben wir, den lassen wir jetzt leer stehen, weil es noch nicht mal renoviert ist, ja, und der Wasserschaden ist noch nicht renoviert, deswegen, das ist ziemlich doof gelaufen, ja, wird noch eine Weile sich ziehen, dann, was steht noch an, also ein anderer. Ist auch einfach ausgezogen, ohne Kündigungsfrist einzuhalten. Er ist einfach ausgezogen, hat die Miete nicht mehr überwiesen, hat uns den Schlüssel hingelegt. Das war's, ja. Das war ein arbeitsloser Mieter, der vom Arbeitsamt Jobcenter die Miete bezogen hat. Ganz, ganz, ganz doof. Das Jobcenter sagt, wir haben keine Verpflichtung, ihm gegenüber die Miete zu bezahlen. Super Sache, genau. Wir haben die Wohnung jetzt einfach saniert und verkauft. Diese Woche am Mittwoch war Notartermin. Hat gut geklappt, alles weg. Danke Opus Concept für den Support. Die haben nämlich den Vertrieb uns gemacht da. In Ahlen sitzen die. Also wenn jemand einen Makler oder Vertrieb in Ahlen braucht oder eine Finanzierung, machen die nämlich auch. Oder eine Sanierung, ja. Dann Opus Concept einfach mal anhauen. Die sind echt nice, haben richtig gut geklärt. Top, 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 so wie man sich's vorstellt. Weiterer Fall, der fünfte Fall. Das ist auch ein doofer Fall, ne? Also beim fünften Fall, da ist der Mieter, zahlt einfach die Miete nicht mehr. Einfach zahlt nicht. Ist weg. Da haben wir jetzt ein Mahnverfahren eingeleitet. Ist auch nicht so easy, ich sag's euch. Zieht sich, kostet sehr, sehr viel. Im Endeffekt zahlt es natürlich der Mieter. Er hat aber kein, wenn er kein Geld hat, dann zahlst du es. Deswegen muss man halt gucken, ja, wie weit man da geht. Also wir haben jetzt auf jeden Fall sehr, sehr hohe Kosten dadurch und jo, zahlen halt ordentlich, ne? Genau, bei den ersten beiden, das war eine möblierte Wohnung und ich sehe gerade, es war noch eine dritte möblierte, also es sind sogar sechs, nicht nur fünf. Und die dritte, die ist auch einfach wieder ausgezogen, war weg. Ziemlich schnell. Innerhalb von 5 Wochen war die Kündigung durch. Bei den möblierten Wohnungen haben wir uns auch gedacht, shit, was machen wir jetzt? Die waren ziemlich lang inseriert, online bei Scout. Haben wir keinen Mieter gefunden, keinen Mieter gefunden, haben wir die Miete einfach reduziert und dann kamen halt welche. Bei dem einen Haus, das sind 2 Wohnungen leer geworden, da haben wir Nachmieter gefunden zu reduzierten Mieten. Einfach mussten wir ein bisschen entgegenkommen, weil die Mieten halt schon ziemlich ordentlich sind, ja, für den Quadratmeter, ziemlich hoch. Aber da gibt es natürlich auch viel Service, aber die Auswahl derartiger Objekte ist zurzeit sehr, sehr hoch, weil viele Firmen, die haben keine Unternehmensberater mehr aktiv bei sich sitzen. Die haben weniger ausländische Unternehmer hier in Deutschland, die arbeiten mehr vom Homeoffice aus. Also Pendler sind auch teilweise jetzt nicht mehr hier, die sind in Berlin, Hamburg und pendeln nicht mehr so arg und brauchen keine Wohnung. Dann kündigen die halt und holen sich eine neue, sobald der Bedarf wieder da ist. Und das haben wir natürlich hart zu spüren bekommen. Deswegen ein Learning daraus, sage ich dir ganz ehrlich. Also wenn
sowas passiert, dass alle ausziehen, hinsetzen, fokussieren, gucken, was ist der Ist-Stand, ja? Man setzt sich hin, guckt alles an, was habe ich, was sind die Grundlagen, warum ist das passiert, und dann überlege ich mir, welche Lösungen habe ich bezüglich dieses Problems, und dann findet man einen Ansatz. Bei uns war es jetzt einfach Miete reduzieren, ja? Aber stell dir mal vor, du hast eine Buy-and-Hold-Immobilie gekauft mit 5% Rendite, die nur 5% hat, weil du Airbnb machst zum Beispiel, ja? Hast einen Totalausfall, sagst, okay, jetzt muss ich einen billigen Mietvertrag machen, langfristig, damit ich überhaupt Miete habe, und dann hast du halt ein 2% da oder weniger oder vielleicht 1, ja. Und dieses Problem haben sehr, sehr viele Leute, die zu teuer eingekauft haben und quasi mit einem alternativen Mietkonzept ihre Miete erwirtschaftet haben, das aktuell einfach nicht mehr funktioniert. Wir haben immer gesagt, Minimum 5,5% brutto Anfangsrendite in Bezug auf deinen Kaufpreis und die ortsübliche Vergleichsmiete. Das muss jetzt nicht der Mietspiegel oder keine Ahnung sein. Wir haben da immer geschaut, einfach welche Immobilien sind gerade im Angebot, was ist der Quadratmeterpreis, okay, so und so läuft's. Maximal kann ich diese Rendite erzielen. Wenn es über 5,5 war, haben wir gekauft. Dann haben wir teilweise möbliert vermietet und sind so auf zweistellige Renditen gekommen. Und ja, aktuell ist es sehr schwer geworden, deswegen muss man aufpassen, dass man sich die Finger nicht verbrennt. Wir sind froh, keine zu teuren Immobilien im Bestand zu haben. Dementsprechend konnten wir nachlassen und das Ganze abfedern. War sehr gechillt und für uns im Nachhinein dann doch gar nicht so schlimm, wie es im ersten Moment gewirkt hat. So, was war mein Schaden jetzt summa summarum? Was war unser Schaden aus dem ganzen Ding? Also Schaden, ja, ich habe hier die Liste offen, schau gerade mal drüber. Ein Wasserschaden war ein Schaden, ordentlicher Schaden, die Versicherung hat es übernommen, ist okay, ja. Die zwei möblierten Wohnungen in dem einen Haus, da war der Schaden auch eigentlich ein Mietausfall, glaube ich, eine Monatsmiete, nur so 1.000 Euro etwa, weil wir halt sehr schnell und fokussiert neu vermietet haben. Das ist übrigens auch ein Problem, das halt im Osten sehr oft herrscht, also in den schlechten Lagen, wo die Renditen sehr hoch sind, da herrscht ein Vermieterwettbewerb, da gibt es halt 20 leere Wohnungen, ein Mieter, der zieht in die schönste ein oder in den Vermieter, der den besten Vertrieb macht für seine Wohnung. So haben wir es halt gemacht. Wir haben uns reingehangen, haben neuen Mieter gefunden und das war ganz geil. Dann noch eine andere Wohnung, die ist hier in der Nähe. Auch da ist auch der Mieter ausgezogen, die wurde neu vermietet. Wir dachten, die kommen irgendwie aus Polen oder so, die Mieter, hieß es eigentlich. Und dann kamen die mit dem Auto, mit so einem Dacia aus Rumänien, kamen die. Haben die Wohnung noch nie gesehen in dem ganzen Leben in live und waren schon mit dem gesamten Umzug im Auto, weil kamen die an und dann sind die direkt eingezogen. Richtig nice. War auch eine möblierte Einzimmerwohnung, ja. Also gut. Die haben wahrscheinlich, in dem Fall haben sie tatsächlich nichts anderes gefunden und haben natürlich auch keine Auswahl gehabt von so vielen Wohnungen, weil die brauchen Möbel oder Hotel halt, haben sie halt wahrscheinlich für das langfristige Mietverhältnis entschieden. Genau. Bei den anderen, was war da der Schaden? In der welcher verkauft wurde kürzlich, da habe ich übrigens auch ein Video gemacht, das habe ich auch verlinkt hier oben. Die hatte eigentlich gar keinen Schaden. Da war es geil, dass der Mieter ausgezogen ist, denn da konnten wir dann einen ziemlich guten Gewinn realisieren durch die Sanierung und den Verkauf. War echt super. Was natürlich nicht möglich gewesen wäre, wenn dieser Mieter nicht ausgezogen wäre. Ja, das Problem war bei dem ganzen Ding, das war ein privates Objekt, also kein Flip-Objekt, das war ein privaten Bestand. Dementsprechend war die Konsequenzen Vorfälligkeitsentschädigung private Steuer, aber da kann ich auch mal ein Video zu machen. Heute sprudelt es ja vor Ideen, wie kann man die Vorfälligkeitsentschädigung umgehen und so weiter und so fort. Also schon nicht schlecht. Die andere Wohnung, da wo der Mieter auch nicht mehr zahlt, das war auch von der Krise ein betroffener Mieter, der keine Einnahmen mehr generiert. Das ist auch nämlich ziemlich, ziemlich blöd, weil da haben wir sehr hohe Kosten, also die höchsten Kosten von allen. Also ich schätze schon so mittlerer, vierstelliger Bereich. Über 5 auf jeden Fall, also Mietausfall und Anwaltskosten, ja, 5, 6, so rum wird es sein. Und ja, da gehe ich mal dann detaillierter drauf ein, sobald ich es kann. Jetzt kann ich noch nicht so viel dazu sagen, werde ich aber machen, sobald ich dann ein Resümee ziehen kann aus dem Ganzen. Ich hoffe, ihr seid ganz gut durch die Krise durchgekommen, habt keinen allzu großen Mietausfall gehabt und habt vielleicht nicht irgendwie eine Airbnb-Wohnung in München, Berlin, Stuttgart, Leipzig, Frankfurt oder sonst wo kurz vor der Krise gekauft, wo ihr jetzt komplett direkt Mietausfall habt. Das wünsche ich keinem natürlich, oder ein Hotel. Ja, wenn ihr irgendwelche Erfahrungen habt, diesbezüglich
diesbezüglich. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wenn ihr Fragen habt zu Mietausfall oder wie ihr quasi euer Portfolio wieder auf Bestand bringen könnt, wenn ihr irgendwelche individuellen Themen habt. Schreibt es mir auch gerne in die Kommentare, gehe ich gerne drauf ein. Und wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir einen Daumen nach oben da und schickt es an einen Freund über den Teilen-Button, mit dem ihr demnächst auch mal die ersten Immobilien kauft, wenn die Preise in den Keller fallen. Weil das kann natürlich passieren, vielleicht, aber auch nicht. Ich habe keine Glaskugel, aber ich sage es immer so, sei vorbereitet, wenn es passiert, weil wenn es passiert und du bist nicht vorbereitet, ist immer blöd. In diesem Sinne, Happy Sunday und bis zum nächsten Mal.